Guten Morgen hier von der Landstraße. Hier liegen einfach Pakete rum. Und da drin befindet sich Wir verbrachten an diesem See einige wundervolle Stunden und fuhren dann weiter. Denn der nächste Platz wartete schon auf uns. Ja, den hab ich gesehen. Feuerstelle muss sein, ne? Ich hab die gesehen. Oh, das ist ein Träumchen hier. Ist das episch, Leute. Damit hätte ich im Leben nicht gerechnet. Das ist einfach ein Platz, den ich mir vor Monaten bei Google Maps rausgesucht habe, weil ich halt hier den ganzen Sand gesehen habe auf den Satellitenbildern. Hier vorne ist eine Insel, komplett mit Sandstrand. Das Wasser ist glasklar, die Sonne scheint. Es ist so episch hier. Zieht euch das rein. Wir hatten zwar nach einem Platz gesucht, wieder mit Shelter, weil wir auch dachten, dass es wieder regnen wird. Aber das hat jetzt den ganzen Tag hier geregnet und jetzt hört es gerade auf. Die Sonne kommt raus. Deswegen brauchen wir einen solchen Platz nicht. Da vorne auf dem Weg hierher haben wir aber so einen gesehen. Das war halt so ein Waldparkplatz. Wir sind dann die ganze Zeit hier durch den Wald gefahren. Da war auch direkt ein Shelter. Aber hier ist es doch tausendmal schöner. Direkt am Wasser. Da bleiben wir doch direkt hier. Und ja, jetzt haben wir heute knapp 300 Kilometer gemacht, immer so ein bisschen rüber gefahren, dann ein Stückchen hoch. Und jetzt bleiben wir hier, machen was zu essen und dann geht's auch schon ins Bett. Wir haben es jetzt kurz vor 20 Uhr und ja, war ein echt super cooler Tag. Viel erlebt, viel rumgekommen, schönes Wetter gehabt, richtig gut. Und mal wieder ein Platz auf meiner Liste, dass ich hier nochmal herkommen kann. Finde ich immer richtig gut, dass man da nicht immer ewig suchen muss, dass man immer mal zwischendurch einen Platz hätte, wenn man nochmal nach Schweden kommt. Und das hier ist echt, ich kann es gar nicht in Worte fassen, echt, also hier könnte man mit 10 Leuten stehen. Hammer, wirklich geil. Es darf nur keine Flut kommen, aber ich glaube nicht. Das ist hier auf jeden Fall nicht der Fall. Ja, jetzt wird erstmal gegessen. Herrlich. Und damit einen wunderschönen guten Morgen hier von diesem Traumplatz. Es wird sich schon wieder Kaffee gekocht und Essen gemacht. Wir haben sehr gut geschlafen. Es war anfangs extrem kalt, also mein Zelt war auch von innen sehr klamm. Auch der Schlafsack von außen, nicht von innen. Ließ sich aber trotzdem gut schlafen. Im Auto soll es auch sehr kalt gewesen sein, oder? Ja. Ja, war auch sehr kalt. Das Handy hat sogar aufgegeben, bei irgendwie 20% Akku ist einfach ausgegangen, weil es zu kalt war. Ich weiß auch nicht, wie kalt es war, vielleicht 5 Grad, 4 Grad, irgendwie sowas. Das kriegen wir jetzt die nächsten Nächte vielleicht auch nochmal. Deswegen wird jetzt hier ordentlich eingeheizt. So ein bisschen Resteverwertung, wieder ein schön mit Rührei, ein bisschen Würstchen noch mit rein, Brot, Zwiebeln, das passt. Und dann fahren wir heute zur Feier des Tages einfach mal zu diesem richtig, richtig coolen Café. John John's heißt das, John John's Bakery. Das ist ganz schön weit noch von hier entfernt. Wir klappern dabei aber noch so ein paar Plätze ab, auch solche wie hier, gucken wie die sind, speichern die oder auch nicht. Ist ja immer so eine Sache, ob die dann was sind oder nicht, das werden wir dann sehen. Jo, jetzt frühstücken wir erstmal und dann geht's auch schon wieder los.
Also sehr traurige Nachricht heute. Wir waren eben beim John John's Bakery und die haben leider geschlossen, also komplett. Die haben da so einen Post bei bei Facebook gemacht und da stand, dass sie das leider aus privaten Gründen oder was auch immer nicht fortführen können, suchen dann jetzt Nachfolger. Damit hatten wir nicht gerechnet. Wir fuhren sogar extra hungrig zu dem Café, damit wir uns da richtig den Bauch vollschlagen können. Wir verpassten den letzten Tag des Restaurants um Haaresbreite. Wir hatten den 1. Juni und am 29. war der letzte Tag. So fuhren wir etwas frustriert weiter und standen auch schon vor der nächsten Schranke. Das war auch nicht die erste des Tages. Mit den Plätzen lief es nicht ganz so gut und ich hatte auch keinen Ausweichplatz in dieser Gegend. Der nächste wäre nochmal über eine Stunde entfernt gewesen. Und da wir schon sehr weit gefahren sind an diesem Tag, haben wir dann kurzerhand diesen Platz genommen. Wir haben uns jetzt einen neuen Platz gesucht. Es soll morgen früh wahrscheinlich regnen. Und deshalb haben wir einen Platz mit Hütte gesucht und gefunden. Der ist genau hier am See. Es ist super windstill jetzt, total schön. Und ruhig und angenehm warm. Um die 15 Grad. Haben jetzt hier schon einige Zeit am See verbracht. Und ja, mit dem Auto runterfahren geht nicht mehr. Also das ging wohl mal. Aber mittlerweile ist da oben alles zugemacht, die Zufahrten. Stehen auch Schilder rum und so. Ja, schade eigentlich. Aber gut, jetzt werde ich hier dann nachher das ganze Zeug runterschleppen und mich hier reinlegen. Ja, und dann bleiben wir hier für die Nacht. Also ich hier, meine Mutter natürlich im Auto. Und ja, ich zeige euch jetzt noch mal ganz kurz hier, wie das hier aussieht. Also da vorne ist noch eine Sitzgelegenheit. Zieht euch einfach mal diese Stille hier rein. Und dieses Wasser, wie sich das spiegelt. Ist echt wunderschön. Grillstelle, mehr Sitzgelegenheiten, noch mehr Sitzgelegenheiten. Hier noch eine kleine Treppe zum Wasser. Richtig schön. Morgen gut 3 Stunden weiter Richtung Norden. Da fahren wir wieder an diesen wunderschönen See mit diesen Inseln von letztem Jahr. Den möchte ich meiner Mutter unbedingt zeigen. Und vorher gucken wir uns noch so eine kleine Flussdurchfahrt im Wald an. Die habe ich noch gespeichert. Soll wohl auch sehr 4x4 mäßig da zugehen. Also mit einem normalen Auto kommt man da auf keinen Fall lang. Ja, bin schon sehr gespannt, wie das wird. Jetzt wird erstmal ein bisschen was gegessen und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann einfach morgen früh. Guten Morgen hier von der Landstraße. Es geht mehrere Kilometer in die Richtung geradeaus und mehrere Kilometer in die Richtung geradeaus. Hier ist nichts los und sind auf 30 oder 40 Kilometer 2 Autos entgegengekommen. Und hier liegen einfach Pakete rum. Ja, und da drin befindet sich Folgendes. Kleine Mini-Bäume. Warum auch immer. Also einen nehme ich mal mit als Souvenir. Den Rest lassen wir hier liegen, das kann man unmöglich mitnehmen. Keine Ahnung, ob das irgendwie abgeflogen ist, nicht bemerkt oder weiß ich nicht. Ja, was weiß ich. Sehr skurril. Hier mitten an der Straße. Ein paar Kilometer weiter sind wir auf diesen Wasserfall hier gestoßen oder diese Stromschnelle. Ja, gewaltig. Gut, hier kommt eh kein Auto. Auf 50 Kilometer jetzt irgendwie 3 Autos. Ja, ich glaube, ich spring da kurz mal rein.
Wir sind jetzt die ganze Zeit durch den Wald gefahren. Einige Flussdurchfahrten sind einfach nicht mehr passierbar, weil die total weggeschwemmt sind oder wie auch immer. Und jetzt sind wir gerade bis ans Ende gefahren von dieser Straße. Und hier kommen wir an so einem Wald vorbei. Der sieht sehr abgebrannt aus. Weiß nicht, ob man das so gut erkennen kann. Hier, die ganzen Stümpfe sind schwarz. Ja, vielleicht stammt das sogar noch aus dem Jahr 2018, müsste das gewesen sein, wo hier in Schweden solche starken Waldbrände waren. Und die sind eventuell noch gar nicht dazu gekommen, das hier wieder aufzuforsten oder erstmal abzuforsten. Ja. Dieser eine Baum da hängt auch nur noch an so einem Fitzelholz. Unten ist alles abgebrannt, ist nur Kohle. Da braucht es nur einen Sturm hier und alles ist weg. Naja. So, jetzt werden wir erstmal weiterfahren Richtung Stellplatz. Das sind jetzt noch 1,5 Stunden. Ja, jetzt geht es erstmal weiter. Das war eine richtig coole Herfahrt. Wir sind noch mal ein Stückchen durch den Wald gefahren, einfach mal abgebogen. Das war so eine kleine Schleife, die man da drehen konnte. Und ist dann wieder auf dem gleichen Weg rausgekommen, wie man reingefahren ist. Jetzt sind wir am neuen Stellplatz. Das heißt neu, hier war ich ja letztes Jahr 2-mal, weil es einfach so genial war hier. Ist auch wieder so ein Platz, den ich bei Google Maps gefunden habe. Einfach von oben geschaut, den Sandstrand gesehen, geguckt, ob da Wege hinführen. Und ja, das hier gefunden. Und hier ist es halt total windstill. Da vorne geht die Post ab. Große Wellen sind da auch. Da werde ich gleich mal hingehen. Wir stehen hier vorne. Ich werde wahrscheinlich mein Biwakzelt irgendwo geschützt aufstellen. Mal sehen, wo. Und dann hoffen wir, dass morgen der Wind nachlässt. Oder heute Abend vielleicht. Dass wir hier einen schönen Sonnenuntergang erleben. Und ja, die Stelle sieht eigentlich noch genauso aus, wie ich sie letztes Jahr hinterlassen habe. Richtig, richtig, richtig schön. Ja, ich freue mich wieder hier zu sein. Ist wirklich toll. Ich filme da vorne noch mal ganz kurz die kleine Stelle. Für alle, die die Videos letztes Jahr nicht gesehen haben. Ist wirklich toll hier.
richtig schöne Abendstimmung hier. Ich liege hier am Ende von so einer Landzunge. Direkt am Wasser. Richtig gut. Also da hinten hört die halt auf. Und es ist einfach so schön hier. So, so schön. Der Wind hat jetzt nachgelassen. Und jetzt geht's erstmal ab ins Bett. Gute Nacht. Absolut herrlich hier, frisch geduscht bzw. frisch gebadet zu stehen. Der Wind hat auch ein bisschen nachgelassen. Echt richtig gut. Und das Wasser ist so super kalt. Wir haben es gestern mal gemessen auf diesem Tempometer. Ich glaube, das funktioniert nicht richtig. Da standen 12 Grad. Also es fühlt sich an so wie 7, 8 eher in die Richtung. Und es hat auch den Effekt, dass wenn man aus dem Wasser kommt, dass es sich dann total warm anfühlt, wenn man dann wieder draußen ist. Und das hat man eigentlich immer nur, wenn es richtig kalt ist. Also zum Beispiel beim Eisbaden hat man das, wenn man dann drin war und wieder rauskommt, dass es dann total warm ist, dass der Körper richtig powert. Und so ist es jetzt auch gerade. Und jetzt geht's weiter. Jetzt fahren wir los. Ungefähr 2 Stunden haben wir heute vor uns. Wir werden zwischendurch auch nochmal Wasser auffüllen. Das erste Mal. 95 Liter Tank habe ich ja verbaut. Da gucken wir mal, wie das funktioniert. Ich habe da so ein paar Anschlüsse dabei und natürlich einen Schlauch. Vielleicht brauchen wir das auch gar nicht. Zeigen wir euch dann gleich. Und ja, dann geht es jetzt erstmal los. So, jetzt sind wir hier an der Tankstelle mitten im Niemandsland und jetzt tanken wir mal Wasser. Das erste Mal auf dieser Reise nach 7 Tagen, ungefähr einer Woche. Ja, mal gucken, wie lange das so dauert. Ja, jetzt füllen wir mal den Wassertank auf. Ich würde das jetzt nicht noch weiter aufdrehen. Irgendwie ist das schon sehr kaputt. Naja, 95 Liter. Warten wir mal ein bisschen. Hat super geklappt. Keine 5 Minuten später ist der Wassertank wieder voll. Ja, echt gutes System. Einfach mit dem Wasserdieb, den man auf verschiedene Größen einstellen kann. Hier an den Hahn dran. Da war jetzt schon so ein Anschluss. Ja, hervorragend. Schlauchlänge ist auch super. Ich glaube, ungefähr 5 Meter habe ich jetzt noch. Passt. Ich dachte eben, hä, da stimmt doch irgendwas nicht. Guckt euch das hier mal an. So, Bahnübergang, okay. Aber warum ist da noch eine Schranke für den Zug? Und dann geht es hier einfach mal über die Brücke, wo der Zug lang fährt. Und das ist, hat alles so seine Richtigkeit. Super witzig. Ja, dann geht's hier wieder runter. Wäre die Schranke da nicht, würde ich auch einfach weiterfahren. Witzig. Da sind wir schon am nächsten Platz. Wie man hier sehen kann, endet dieser Weg durch den Wald, den man von da oben vom Parkplatz aus gehen kann, hier am Sandstrand. Hier steht auch eine Hütte, 2 Boote und ist aber gerade keiner da. Und ich hatte diesen Platz halt gespeichert, weil ich diesen Sandstrand gesehen habe, mitten am Waldrand. Allerdings ist ja jetzt hier diese Hütte und deswegen werden wir auch gleich weiterfahren.
Ist trotzdem sehr schön hier. Ist wahrscheinlich der perfekte Spot, um hier mal für ein paar Tage zu bleiben. Angelrouten sehe ich hier. Naja, die Fischerboote und dann ab aufs Wasser. Und hier richtig schön noch am Strand Feuer machen. Da stand auch so ein Ofen zum Räuchern der Fische. Wir müssen ganz leise sein. Da ist nämlich ein Eichhörnchen-Baby. Total süß. Boah, heute sind wir echt durch die Gegend gefahren. Haben nach neuen Plätzen gesucht. Einige waren echt gar nichts. Es war einfach nur irgendein Parkplatz im Wald. Da wollten wir dann auch nicht bleiben. Und jetzt sind wir in diesem Gebiet. Das ist so ein bisschen weiter rechts unten von Östersund. Keine Ahnung, 100 Kilometer solche Straßen gefahren, locker. Und jetzt dachten wir, okay, fahren wir hier wieder raus. Hier finden wir nicht mehr wirklich was. Dann biege ich nur mal kurz rechts ab, um zu gucken, was hier los ist. Aber eigentlich sah das aus, als ob das hier irgendwie so eine Art Campingplatz wäre oder dass das ja was kostet oder wie auch immer, dass hier Häuser stehen. Und jetzt finde ich diesen See. Hier kann super das Auto stehen, hat auch viel Platz hier. Wir machen uns gerade was zu essen. Feuerholz gibt es hier auch, falls man hier irgendwie Feuer starten möchte. Mülleimer. Ja, eine wunderbare Hütte. Mit so einem kleinen Grill hier. Auch richtig gut, kann man sich echt leckere Sachen mit zubereiten. Hier ist noch eine Feuermöglichkeit. Oh ja, da vorne ist noch eine Sitzgelegenheit. Ein schöner See mit glasklarem Wasser. Ein schöner Steg. Und 1, 2 weitere Shelterhütten. Allerdings weiß ich nicht, wie man da hinkommt. Keine Ahnung. Wir bleiben jetzt auf jeden Fall hier bei der ersten, die wir gefunden haben. Richtig gut. Guckt euch an, wie glasklar dieses Wasser ist. So soll das doch sein. Man kann einfach bis zum Grund gucken, überall. Oh, sieht aber sehr kalt aus. Es ist auch sehr kalt hier. Ja, sehr schön. Sehr, sehr schöner Platz. Wir wollten eigentlich jetzt wirklich weiterfahren. Aber wir dachten, nee, hier finden wir nichts mehr. So ist das ja manchmal. Ach, naja, es geht eigentlich. Wassertemperatur ist noch ganz okay. Da haben wir schon viel kältere Sachen erlebt. Weil es jetzt hier so kalt ist, machen wir uns erstmal einen schönen Tee. Danach gibt es Nudeln mit Pesto und dann werden wir auch schon schlafen gehen. Es ist echt, echt kalt hier und wir haben es auch schon 7:30 oder so. Haben wir ordentlich Strecke gemacht heute. Na, was heißt ordentlich Strecke? Wir sind eigentlich die ganze Zeit durch den Wald gefahren. Hier kann man gar nicht so viel Strecke machen. Richtig gut, so habe ich mir das vorgestellt. Schön Offroad, neue Plätze entdecken. Allerdings habe ich gerade was gesehen. Das ist ein bisschen erschütternd. Wir werden ja, denke ich, nur eine Nacht hier bleiben, das geht schon. Wir werden auf jeden Fall nichts hier irgendwie draußen liegen lassen. Keine Essenssachen, gar nichts. Wir werden alles komplett im Auto lassen, wenn wir fertig sind mit Kochen und so weiter. Auch nicht irgendwelche Bioabfälle. Und dann werden wir uns hier morgen wieder aus dem Staub machen, weil im Zelt schlafen ist dann doch ganz schön krass an so einem Ort.